583 Kilogramm Müll schmeißt jeder Deutsche im Jahr weg. Ein neuer Trend wirkt dem Wegschmeißen von noch verwertbaren Ressourcen entgegen. Das Upcycling, also Wiederaufbereiten, verwandelt Abfall in neue Produkte. In den Hackeschen Höfen findet man den Laden "Bis es mir vom Leibe fällt". Hier werden alte Kleidungsstücke verschönert. Wir machen Design und Fertigung und nähen eigentlich auch. Ja. Beim Upcycling werden Energieverbrauch, Luft- und Wasserverschmutzung sowie die Treibhausgasemissionen reduziert. Und dahinter vom Upcycling ist einfach der Nachhaltigkeitsgedanke, einfach nicht immer neu zu produzieren, sondern einfach das bereits Vorhandene zu verwenden. Die Resonanz ist, trotz hoher Preise, durchweg positiv, wohl auch wegen der Einzigartigkeit der Geschäftsidee. Unsere Idee ist einfach, auf Kundenwunsch zu arbeiten. Das heißt, dass Leute auch wirklich mit ihren eigenen Ideen kommen können, dass wir im gemeinsamen Prozess da irgendwie die perfekte Lösung und das perfekte Design einfach finden. Das Prinzip des Upcyclings lässt sich nicht nur auf die Mode anwenden. Im April 2013 öffnete der Laden Recycling Deluxe. Unser Laden ist wirklich ein Upcycling-Concept-Store und was uns besonders macht, ist unser Riesensortiment. Also man kann sich wirklich komplett bei uns einkleiden. Wir haben Tische, wir haben Möbel, wir haben Regalsysteme. Das ist einfach in dieser Vielfalt habe ich das auch nirgends gesehen. Auch hier war die Motivation das Schonen der Ressourcen. Es gibt also noch viel Rohmaterialien zum Upcyclen. Wir hoffen, dass sich die Idee verbreitet und noch mehr Upcycling-Läden eröffnen.